Bitteschön. Doppelstich. Panik ist die große Schwester der Angst. Die, die sich auskennt. Die, die weiß, was sie will. Aber was weiß ich schon davon? Ich habe nicht mal eine akzeptable Verhandlungsposition, wenn es darum geht, dass ich nicht weiterlaufen will. Manchmal allerdings hilft es zu quengeln. Dann ist Vaters starke Hand da und er schwingt mich auf seine Schultern, sodass ich die Welt und den Rest der Familie von oben betrachten und diesen Sieg genießen kann. Von Angst und oder sogar Panik ist mir an diesem ersten der beiden Nachmittage damals nichts bekannt. Auch nicht von der Art Schmerz, wie ich ihn tags darauf kennenlernen sollte. Ein Schmerz, der sich mir buchstäblich unter die Kopfhaut brennt. Damals ist jeder Sommer statt lauer Hoffnung in der Mittagssonne blühende Gewissheit. So sicher wie alles kommt und geht und wiederkommt, ist es auch mit dieser Jahreszeit. Da ich sie von klein auf mehr mag als die anderen drei, ist mir das sicherlich in die Gene programmiert. Mag sein, dass dies nicht die bestmögliche Erklärung bietet. Mag sein, da gibt es neben vielen anderen mein loses Blatt Papier, auf dem alle Vorlieben und Abneigungen verzeichnet sind. Niemand weiß, wer es geschrieben hat oder wo es aufbewahrt wird. Nur eines ist sicher. Die Tinte darauf verblasst im Laufe unserer Jahre immer weiter. Diese paar Stichpunkte mit der Überschrift Dein Schicksal. Wie mitten in der Bewegung verharrende Wellen zieht sich das Hügelland bis zum Rand der Berge, wo Sandstein in der Sonne schimmert. Irgendwann haben auch mal die Großen genug vom Laufen bergauf, bergab und wir kehren ein in ein Café, um uns auszuruhen. Der Freisitz schmiegt sich an einen grasbewachsenen Hang und bietet freien Ausblick auf den Fluss, der sich in der Tiefe durch eines der Täler windet. Wir haben Glück und finden auf Anhieb einen freien Tisch für uns alle, mit 6 Personen nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Ich will nicht auf dem Stuhl, da ich gerade eine halbe Stunde vorher Erfolg hatte mit meinen Unmutsbekundungen, als ich auf Papas Schulter wollte, stehen meine Chancen nun schlecht, dass ich mich durchsetze, schon aus Prinzip. Dabei hat meine Weigerung gar nicht so sehr mit der Unbequemlichkeit zu tun. Am Stuhl blättert die Farbe ab und die poröse Oberfläche schnurgelt meine nackten Beine. Außerdem klemmt man sich zwischen den querverschrobenen Leisten immer wieder schmerzhaft die Haut ein, wenn man sich mal ein Stück bewegt. Mir aber ist meine eingeschränkte Sicht zuwider. Kann ich im Stehen auf Zehenspitzen gerade mal den vorderen Teil der Tischplatte überblicken, habe ich nach dem Absetzen auf dem Klappstuhl die Tischkante als Horizont. Das gibt eine Perspektive wie manchmal beim Tauchen. Die Tauchmaske halb über, halb unter der Wasserlinie, kann man ein Stück über den Badesee schauen und ein Stück darunter. In der Unterwasserwelt unter dem Tisch gibt es aber nichts Interessantes. Von unzähligen Füßen in den lockeren Boden getretene Muster, durch die Wege über Stock und Stein abgewetzte Sandalen und Schuhe und sommerbraune Beine, die nach der Wanderung eher grau aus dem Staub wachsen, um in Kleidern, Röcken und Hosen zu verschwinden. Vater schiebt den Stuhlband, das geschmeidige geschmiedete Gestell knirscht über den Boden. Er ist immer zur Stelle mit scharfer Hand. Damals glaube ich, dass er damit alles geregelt bekommt. Irgendwie gelingt es, mich ruhig zu halten, bis Kaffee und Limonade gebracht werden und natürlich Kuchen. Doch ich komme nicht dazu, davon zu kosten. Nimm den Kopf hoch! Höre ich die Worte überhaupt? Die große Schwester der Angst ist da und ich bekomme keine Luft mehr. Wie durch einen unsinnigen Reflex presse ich das Kinn auf die Brust. Ich will sehen, was sich abspielt in der weichen Falte am Hals. Mir ist klar, dass man die Stelle nicht ohne Spiegel sehen kann. Aber hey, wenn Schwester Panik die Arme ausbreitet, vergessen sogar Erwachsene die Wirklichkeit. Die Hand an meinem Kinn greift aber zu. Lass locker, mach schon. Mein Herz rast. Der Kuss der Panik schaltet mich ab im Kopf. Kein Innen, kein Außen existiert. Für die Ewigkeit, die es dauert. Für diese wenigen Sekunden. Ich starre auf die Knopfleiste meines Hemdes. Kurz über dem Bund der Hose wirft sie eine Falte. Der Knopf ragt hervor wie ein ausgefahrenes Objektiv. Das harte Holz des Klappstuhls wird immer härter, je mehr ich aus Verzweiflung mit den Füßen strampel. Panik sucht sich wirksame Wege, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Davon ernährt sie sich. Es funktioniert. Am Tisch brodelt wie in einem Hexenkessel ein Gemisch aus sinnloser Hektik und hilfloser Starre. Jetzt, ich kann es wieder spüren am Hals. Nimm endlich den Kopf hoch. Vaters Griff, der an meinem Kind zerrt, wird noch härter und ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehme zur Gegenwehr. Diese fatale Kraft. Als ich beginne, rot-blau anzulaufen, erlöst mich rasender Schmerz. Mit dem ersten Atemzug schreie ich auf. Ringsum an den Tischen wird es schlagartig still. Ein Sturz von Tränen schießt aus jedem Auge. Dann fliegt mein Kopf zur Seite, völlig unvorbereitet trifft mich der Schlag mit der harten, flachen Hand. Der zweite Schmerz neutralisiert den ersten nur kurz. Dann addieren sie sich, multiplizieren schließlich einander und mein Schreien wird zum Brüllen. Blöder Bengel, sagt mein Vater. Urlaubsidylle in Familie.
Manchmal in der Rundschau frage ich mich, was uns wirklich prägt. So wunderbar die Erinnerung an diesen Urlaub in den Bergen auch ist, eine Sehnsucht, wie ich sie nach dem grenzenlosen Wasser verspüre, gibt es nicht. Obwohl ich das erst viel später kennenlernen sollte. Das Flüstern der Wälder in den Tälern ist nie so eindringlich geworden, wie das Kichern oder Rauschen der Wellen am Strand. Sonne liebe ich mehr als Schatten und ich spiele lieber an Grenzen. Mit einem Fuß im Sand, den anderen im Spül vom Wasser. Das Auf und Ab zwischen Schluchten und Bergen kann das nicht bieten und je näher man in der Sonne kommt, desto kälter scheint es dort zu werden. Der nächste Tag bringt ein fröhlich silbernes Band. In den Schatten am Bach riechen trocken die Lagen von Kiefernadeln vergangener Jahre und das Wasser schwatzt mit den glatten Steinen und lässt Flecken aus Sonnenlicht tanzen. Wo der Wasserlauf breiter wird, ist es ruhiger. Es wird gebadet und geplanscht. Egal wie tief man hineingeht, immer bleiben die Füße im Kiesbett sichtbar, an denen auf einmal noch kürzeren Beinen. Ich glaube nicht, dass ich damals schon wusste, wie spielerisch das Leben ist und dass der Ernst erst dann zu uns kommt, wenn wir dann Spaß verspielt haben. Ich weiß, dass viele das mit den Jahren nicht mehr glauben. Dieses Selbstverständnis gehört in die Kindheit. Nicht, weil es so ist, sondern weil es uns so beigebracht wird. Meine Neugier damals ist unersättlich und ich besitze die Geheimwaffe aller Kinder, um den Großen aus der Familie Lochfraß in den Bauch zu machen. Ich frage einfach. Ich denke, die Hubschrauber wurden nach diesen lieben Wellen gebaut. Papa zieht die Stirn kraus und folgt meinem Finger. An einer ruhigen, bewachsenen Stelle stehen Insekten vor dem Gras, die von den Engländern so passend Drachenfliegen genannt werden. Du meinst die Wellen, lacht er. Ich nicke eifrig und stelle fest, aber die haben gar keine Kufen. Wie kommst du darauf, dass es so ein Tier geben könnte? Neulich haben wir diesen Film gesehen, da ist ein Hubschrauber auf Kufen gelandet. Wenn die Wellen die Vorbild waren, wieso haben die dann keine? Die Logik eines Kindes ist unschlagbar. Ich weiß nicht, wie mein Vater sich damals aus der Affäre gezogen hat. Meine Schmerzen im Gesicht und am Hals sind schon lange Geschichte. Was soll uns der vorhergehende Tag noch sagen? Kind sein heißt auch, schnell vergessen zu können und zu dürfen. Nur, dass die Zeit immer so schnell vergeht, dann spielen und toben, das ist irgendwie doof. Schon bald ist später Nachmittag und es heißt für den Heimwehfluss. Damit ich den anderen nicht im Weg stehe, werde ich als erster Marsch fertig gemacht und den Schatten an der Seite abgestellt. Vielleicht habe ich versucht, das Wasser zu begreifen. Tag und Nacht erzählt es von seiner Wanderung und niemand kann es verstehen. Aber wer weiß, damals mag ich noch bewusst haben, dass Begreifen nichts mit hörendem Verstehen zu tun hat, sondern mit einem sehr praktischen Vorgang. Das Wesen des Wassers lässt sich wohl am ehesten erfassen, wenn man versucht, genau das zu tun, es zum Fassen bekommen. Und dann erkennen, wie es zwischen den Fingern davonrennt. Auf meinem vom Baden noch feuchten Haaren landet eine Klette. Da über mir kein Strauch ist, der sie fallen lassen konnte, sehe ich mich um, kann aber auch niemanden entdecken, der sie geworfen hat. Ich wische über den Kopf, um sie zu entfernen, aber sie wehrt sich ganz nach Klettenart. Einmal streiche ich, ein zweites Mal. Es kribbelt, diese blöde Klette scheint sogar zu surren und zu summen. Zuerst packt mich die Ungeduld, dann ich die Klette. Und wieder passiert es. Ich schreie auf und der Bach verstummt für Sekundenbruchteile. Der Schmerz ist glühend, der in meinem Kopf schießt, direkt vom Scheitel abwärts. Erst leuchtet es in meinem Schädel auf, dann verglüht es. Irgendwas. Einen Feizkranz führe ich auf und kann mich nicht beherrschen. Säure unter die Kopfhaut gespritzt bekommen kann nicht schlimmer sein. Die gleiche Hilflosigkeit wie am Vortag. Papa ist da, aber er holt mich aus. Er zieht mich an sich, nimmt mich in den Arm. Als allmählich klar wird, was geschehen ist, holt jemand einen Kamm. Vorsichtig werden die Haare ausgebürstet, bis der Übeltäter am Boden liegt. Wie der am Vortag trägt er einen schwarz-gelb gestreiften Kampfanzug. Die Wespe versucht zu entkommen, kreiselt zwischen den Kieseln und Gräsern, scheinbar orientierungslos. Sie kommt nicht weit. Papa ist neben ihr, hat mich dabei sicher auf dem Arm. Da ist sie, sagt er und deutet nach unten, bevor er sie demonstrativ mit der Schuhsohle zerdrückt. Der Schmerz wird dadurch nicht weniger, aber ich fühle mich etwas besser und halte mich an ihm fest. Im Ausflugslokal einen Tag zuvor auf dem Hügel waren mit dem Erdbeerkuchen auch die Hautflügler da gewesen. Als hätten sie nicht genug im tiefen Gras ringsum, stürzten sie sich auf das Backwerk, wedelnde Hände, Beschimpfung, unwilliges Kopfschütteln. Von der Seite tauchte eine Hand auf, um die Invasion auf meinem Stück Torte zu verhindern. Das trieb das Biest zu mir, jagte das Raubinsekt zwischen den Hemdkragen und Hals. Was mochte die Wespe am Bach dazu bewogen haben, sich auf meinen Kopf zu setzen? Wer kann das schon sagen? Gestochen hat sie erst, als sie sich von mir angegriffen fühlte. Zweimal innerhalb von nur etwas mehr als 24 Stunden wurde ich damals oberhalb der Halsgrube von Wespen gestochen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als mir das dieser Tage wieder einfiel, relativierte sich plötzlich vieles. Und ich verstand besser, warum ich manchmal nicht zu verstehen bin. Jedenfalls ein bisschen. Danke.